So, da, willkommen zurück zum schrecklich aufzunehmendsten Spiel der Welt. Nee, stimmt gar nicht. Divinity war schlimmer, aber das ging gar nicht. So, ja, beim Level letzten Aufnahme hatte ich nur zwei Folgen gemacht. Gott, sieht scheiße aus. Ich muss mir wirklich mal so ein Diadem besorgen, irgendwie sowas Magisches. Das wäre echt nicht schlecht, so, wir sind in einer Kneipe. Zumindest stand das im Safety. Hier sich der Adel und findet heraus, wer von ihnen sich selbst am wichtigsten nimmt. Gute Zeiten. Schön, oder? Ich habe schon überlegt, ob ich, wenn ich diesen Buff da mal runternehme, diesen Rüstungsbuff, den ich auf alle Zauber, ob der vielleicht an den Abstürzen liegt, aber ich habe keine Ahnung. Hallo, Schankwirt. Was darf es denn sein, Fremde? Braucht jemand Hilfe? Das nicht irgendwie, was das nicht vollkommen? Habt ihr Gerüchte? Erstmal nach Gerüchten fragen. Die dunkle Brut hat Lothering angegriffen. Und ich bezweifle, dass alle rechtzeitig fliehen konnten, bevor sie kam. Ja, es gut. Heißt, diese Kreaturen hätten alles überrannt, Gefangene gemacht und die Häuser niedergebrannt. Und dann seien sie ebenso schnell wieder verschwunden. Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Ich frage mich, ob noch jemand am Leben ist. Einige Kantoren sollen nach Süden gegangen sein. Möglicherweise, um nach Überlebenden zu suchen. Ich mache mir aber keine Hoffnungen. Möchtet ihr sonst noch etwas? Ach, erstmal Ware natürlich. Hier. Natürlich. Seht euch einfach um. Vielleicht haben wir ja dann ja irgendwie, was hat er denn noch hier im Angebot? Habe ich mit denen schon gequatscht in der letzten Aufnahme? Mehr war es irgendwie so, nee, gut, er hat auf jeden Fall keine Mana-Tränke, das ist eigentlich das Einzige, worauf es mir noch ankommt. Destillationswirkstoff, einer von drei seltenen Blumenzwiebeln aus dem Frostgipfel, getrocknet zu Pulver, verarbeitet sich als ausgezeichnete Destillation in Handwerk, zu einer Einbettung magischer Eigenschaften benötigt wird. Recht teuer. Nee, nehme ich mir erstmal nichts von mit. Kann ich wahrscheinlich sowieso, wenn ich mal was verzaubern möchte, sowieso vor Ort kaufen. Verletzten aus, habe ich davon nicht sogar noch welche? Eine habe ich noch. Muss reichen. Ich finde ja sowieso eigentlich, wenn ich wieder irgendwo bin, finde ich ja was. Ach, die Dadelschrift. Ich habe so viel Schrapel bei, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich den behalten möchte oder nicht. Er hat übrigens Bier im Angebot. Was darf es denn sein? Ja, yeah, Maul. So, warte mal, ich kann dir noch Hilfe. Er sieht sich nach neugierigen Blicken um und holt dann einige Mitteilungen im Namen interessierter Gruppierungen hervor. Aha, weiter. Correspondendus Interruptus. R hat eine kleine Bitte. Er ist immer gut, einen großen Namen in der Hand zu haben und es gibt nichts Besseres, als diesen mit heruntergelassenen Hosen zu erwischen. Sollte irgendjemand bei seiner Reise auf Briefen ungebührlich Liebender stoßen, so kenne ich gewisse Spezialisten, die aus derartigen Schreiben großen Nutzen ziehen können. Wenn ihr sie dem Schankwirt gibt, werde ich euch eine große Information zugeben. Okay, das ist natürlich sehr interessant. Also ich nehme die natürlich wie immer alle an. Ich weiß überhaupt nicht, ach, Schurkenquests. Wo habe ich die denn her, die Schurkenquests? Egal, aber dann rennt ihr vielleicht noch um den Schoko rum. D ist auf unverzügliches Handeln angewiesen. Ich habe Probleme. Ein paar meiner reizbaren jungen Partner sind während einiger heiklen Übergaben nervös geworden. Es genügt zu sagen, dass sie ein ziemliches Chaos veranstaltet haben, das beseitigt werden muss. Auch wenn Leben üblicherweise nicht viel zählen, drohen Konsequenzen, wenn etwas darüber nach außen dringt. Da meine eigenen Männer intensiv überwacht werden, werde ich ausgesprochen dankbar, wenn sich jemand mit dieser Sache kümmern könnte. Gold wird zugesichert. Hervorragend. Fahndungshilfen. K verlangt Folgendes. Der Ärger mit dem neuen Blut sucht nun auch mich heim. Durch meine alternativen Methoden mussten einige federn lassen und sie haben mich dafür bei meinen Hauptlieferanten angeschwärzt. Darum mache ich alle freigeistigen Freunden, die einen Verbündeten suchen und etwas Kleingeld gebrauchen können, diesen Vorschlag. 15 Giftextrakte dürfen mehr als ausreichend sein, damit ich weiter Unterstützung für mein Unternehmen aufbauen kann. Ganz einfach, nicht wahr? Giftextrakte, habe ich davon nicht gerade durch Zufall welche Tasche? Quest aktualisiert, Liefert K, bla, was soll das? Aktion auf dem Markt noch in der Pause sind missglückt, lass die Leichen irgendwie diskret auf dem Markt verschwinden. Halt nach einem Liebesbrief adliger reicher Familienausschreibung. 12 von ihnen. 12 von ihnen! Ich wollte gerade sagen, ich meine doch, habe ich schon nicht mal um so einen dummen Brief gefunden. Was sagt denn hier mein Quest-Tagebuch? Ich habe bis letzte Woche für einen Feuerstab. Das müsste ich eigentlich auch mal weghauen können, aber nein, ich kann es natürlich nicht weghauen. Ich habe Miriams Notizen, was war das denn? Liegt nahe, dass die Suche nach Elfen war. Ach, das war total wertlos. Genitivs Nachforschung waren jetzt auch nicht so unbedingt der Hammer, die bringen mich auch nicht voran, aber hier haben wir noch eine Truhe. Erlaubt ihr? Achso, doch, die hat jetzt das Schlossklanken 3, die müsste es ja aufkriegen. Gut, Schlossklanken 3 reicht anscheinend wieder mal nicht. Warte, ich speichere mal lieber ab, bevor mir die Bude hier abstürzt. Wer ist denn Sophies Wache? Wer ist denn Sophie? Meine Schicht ist bald vorbei. Andraste sei Dank. Ja, dann müsste ich jetzt nur noch wissen, also wenn hier Sophies Wache rumsteht, wer ist denn Sophie? Anführer der Roten Ruder? Söldner der Roten Ruder? Edwina? Denk nicht mal daran, das zu verschütten, damit ich es wegwische. Blackstone, Verbindungsmann. Der Erbauer segne euch, Wächter. Kästchen der Blackstone, was haben wir denn hier? Todesnachrichten. Wächter, es ist stets eine traurige Pflicht, die Nachricht von Toten derer zu überwinden, die im Dienst der Gilde gefallen sind. Wenn ihr dazu bereit seid, fällt diese Pflicht heute an euch.
In diesem Brief erhält ihr den Namen von vier Frauen, die kürzlich zu Witwen wurden, sowie Beileidsbriefe zum Verlust ihrer Ehemänner. Alle vier Männer wurden während des Dienstes für die Freischalter getötet und wir betrauern alle, die für unsere Ideale ihr Leben lassen. Bitte erledigt diese Aufgabe mit der Diskretion und Einfühlsamkeit, die euch sicherlich im Überfluss gegeben sind. Diese Nachricht müssten bei den Witwen Irenia in Redcliffe, Larana beim Kalendahasi sowie Saran und Tanya in Dinnerim zugestellt werden. Ich danke euch, bla, okay, mach ich. Gut, Leute, auf uns wartet Arbeit von zwei Seiten. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Die Fireshellers sind bereit, jede Person, die uns ein Geschenk in Form von 20 Wundumschlägen gemacht, dafür zu bezahlen, ohne Fragen zu stellen. Wenn wir zusammen können, ja, bla bla bla, bereit für den Krieg. Ja, 20 Wundumschläge, Freunde. Ich habe leider nur schwache Wundumschläge und die guten Wundumschläge habe ich leider jetzt nicht so zahlreich. Ja, gut, wer sind denn eigentlich die roten Söldner? Hier ist doch der Anführer, mit dem kann ich auch. Die roten Ruder. Nächstes Getränk auf Schlacht und Sieg! Aha, wer bist du? Ich bin ein roter Ruderer. Pass auf, wo du hinstarrst, sonst reißen wir dir deine verdammten Augen raus und spucken dir in den Schädel. Ja. Noch eine Echt? Runde für meine Männer. Boom. Leider können nur meine eigenen Leute umkippen, was ein bisschen ärgerlich ist, finde ich. Gut, das musst du keine Beschädigung nehmen. Ah. Habe ich schon erwähnt, dass man sich damit selber umbringen kann? Also ich habe es zumindest schon mal geschafft. Warte mal, was diese Fackel hier, das ist... Also diese Fackeln mit so einem Haltern, da denke ich jedes Mal an Geheimgang, aber die hängen hier wirklich nur ganz normal im Raum rum. Ich habe da eine Frage, Alistair, die ich euch zu beantworten bitte. Oh, Fragen? Habe ich eine Wahl? Niemals. Von den zwei verbliebenen grauen Wächtern seid ihr der Dienstältere. Es ist seltsam, dass ihr dem anderen die Führung überlasst und selbst nur hinterdrein trottet. Finde ich auch. Das findet ihr also seltsam, ja? Ihr beugt euch einem neuen Rekruten. Ist das bei den grauen Wächtern so üblich? Oder handelt es sich um eine persönliche Entscheidung? Das ist auch selten hässlich gelungen, muss ich sagen. Was wollt ihr hören? Dass ich mich lieber unterordne? Genauso ist es. Ihr seid sehr abweisend. Könnt ihr euch nicht in ein Gebüsch verziehen und dort einfach sterben? Das wäre sehr freundlich. Oha, das Besten Geräusch. Dank. Ach ja, die sind immer wieder sehr herzlich zueinander. Naja, was haben wir hier noch? Ein Buch? Hey, die Legenden von Kallenhardt, Kapitel Nummer 3. Klasse. Hier ist auch niemand, aber hier sind doch keine Truhen, die ich irgendwie aufknacken kann, oder? Truhe? Truhe leer. Leere Truhen. Also doch, es gibt hier Truhen, die ich aufknacken kann, beziehungsweise ich muss sie nicht mal knacken, sie sind schon offen, aber leider sind sie auch leer. Wo kann ich mir das Zimmer hier mieten? Ich meine, das ist ziemlich groß, also richtig groß. Vor allen Dingen, wenn hier irgendeine Wache... Erlaubt ihr? Ja, mach auf die Scheißtür. Ich könnte das machen. Truhe! Haha, sie kann tatsächlich. Wahrscheinlich wäre ich gleich böse beim... was haben wir hier? Rivian, ein Bericht über das Land Rivian. Ja genau, das habe ich schon richtig vorgelesen. So, ist hier noch irgendjemand? Erstmal eine Truhe. Ein Seidenteppich, was mache ich da? Was feinste Seiden? Diamanten und zwei Gold. Was haben wir hier noch? Eine Vase mit einer Geisterscherbe. Ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Geisterscherben brauche. Sind überhaupt diese Scherben? So, ich gehe jetzt mal ganz schnell... Ach ne, guck mal, hier haben wir noch was. Eine schwere Kettenrüstung aus Graueisen. Bin ich Stärke 20, egal. So. Bin ich ja mal sehr gespannt, ob jetzt gleich jemand vor der Tür steht und sagen will, nö, anscheinend nicht. Gut stehen wird nicht sanktioniert, nicht mal so ein bisschen. Dann betreibe ich das auf, warte mal, hier, Keller? Nee, Keller ist nicht. Ja, trotzdem, wen bewacht sie jetzt? Also scheinbar bewacht sie eine Person namens Sophie, aber die hier ist nicht aufzutreiben. Nee, ich bin verwirrt. Gut, dann bleibe ich auch verwirrt. Oh, gibt's hier? Oh, nee, gibt's nichts mehr. Gut, dann quicksave ich jetzt nochmal, weil ich rechne jetzt, also ich rechne jetzt bei Dragon Age wirklich alle 5 Meter mit einem Absturz. Das ist, also zumindest bis ich aus Dennerim mal raus bin, weil ich glaube, die Stadt ist irgendwie zu viel. Ich weiß auch nicht so richtig. Ich kann das leider auch nicht gar nicht so richtig zurückbringen, und warum das Spiel abstürzt und wann und wieso und weshalb. Und das ist auf jeden Fall ganz komisch. Warum hängen sie hier nicht mit so gebeugten Rücken da lang? Na gut, die unterhalten sich sowieso nur die Dorfbewohner. So, habe ich jetzt eigentlich alle Häuser abgekaspert? Ah, genau, da war Genitivs Haus, da war ich ja letzte Folge schon. Da war nicht so viel los und ich glaube hier hinten, ja genau, bei den komischen Magier war ich auch schön. Schön, ja genau, schon, würde ich sagen. So, Absturz, 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 Absturz. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Das hat mich ja letztes Mal so aufgeregt, wo ich halt 20.000 Versuche gestartet habe, das Spiel aufzunehmen und es halt immer abgestürzt ist, jedes Mal. Und das war so ein Elend. Kommandant Tavish? Habe ich mit ihm schon mal geredet? Beschäftigt euch mit etwas anderem. Meine Angelegenheiten gehen euch nichts an. Okay, tschüss. Vielen Dank und lebt wohl. Aha. Gut, der ist ja sehr gesprächig, der Kollege. Was haben wir hier eigentlich noch für Lust hier? Also die Vogelscheuchen sehen ja sehr interessant aus. Ja, vor allen Dingen möchte ich in diesem Haus scheinbar mit jemandem reden, oder mit der Gasse dahinter. Quicksave, man weiß ja nie. Und wie hat sich Dämmerin jetzt, Dienerin mir quasi schon abgekastelt? Wer ist das denn hier, Sarah? Achso, weil der muss ich wahrscheinlich sagen, dass sie tot ist. Ja? Oh, draußen sind Blitze. Oh, oh. Ich muss euch leider mitteilen, dass euer Ehemann tot ist. Ich habe einen Brief der Blackstone-Freischäler für euch. Ja, das. Gut. Lasst mich mal sehen. Nein, das glaube ich nicht. Niemals. Wee,
okay, ich war mal wieder sehr feinfühlig. Ich glaube, ich hätte das, vielleicht, wenn ich es persönlich gesagt hätte, Na gut, das war jetzt anscheinend nicht so die Null-Plus-Ultra-Taktik, einfach einen Brief in die Hand zu drücken. Machen wir beim nächsten Mal besser. Ich meine, das ist... Nee, dann Holzstab ist nichts. Wofür ist denn dieser Pfeil hier gut? Was sagt denn der mir an? Aha, nee. Dass da Alia steht, das ist garantiert nicht der Fall. Also, das ist schon der Fall, aber... kann das sein, dass ich in Denerim gerade... Magie soll dem Menschen Maul! Dienen und ihn niemals dass beherrschen. Ich gerade in Denerim nicht allzu viel machen kann, weil ich, hier nicht aus dem Viertel rauskomme, weil da irgendwie da vorne das Tor ist zu ist und das andere ist auch zu. Und ich hier generell und überhaupt nicht allzu übermäßig viel machen kann, weil es gibt ja anscheinend nicht so viele Gänge. Ich habe jetzt zwar irgendwie von Genitiv was gefunden, der von der Kurier. Mischt euch nicht in meine Angelegenheiten ein. Vor allem diese Schurkenquest, die ich da angenommen habe, über die weiß ich ja gar nichts. Kann ich mit der Feldwebe noch was bequatschen? Geht in die Perle und denkt daran, tötet die Unruhestifter nicht. Ach, ist das ja die Perle? War, das ist aber Wades Laden, da war ich glaube ich auch noch nicht drin. Gehen wir halt nochmal rein. Zum Glück gibt es kein Handelsgesetz und wird es wahrscheinlich einen Unterschied machen, mit wem man quatscht. Ist mir gerade so eingefallen. Hallo, Wade. Nee, Herren? Willkommen, Freunde. Willkommen in Wades Laden. Wir haben die besten Rüstungen in Denerim. Vielleicht sogar in ganz Ferelden. Womit können wir euch dienen? Erzähl mir mal von dir. Ihr seid wohl nicht von hier. Wade ist vermutlich der genialste Rüstungsschmied in ganz Ferelden. Vermutlich? Na, das ist ja sehr außerkräftig. Das stimmt nicht, Herren. Die besten Rüstungen fertigen die Zwerge von Osama an. Hab ich doch gewusst. Die rostanfälligen Dosen, die ich wegen euch herstellen muss, sind im Vergleich dazu wertlos. Rostanfällige Dosen. Ihr gebt mir nie die Zeit oder das Material, etwas Besonderes anzufertigen. Kunden erwarten ihre Rüstung innerhalb eines überschaubaren Zeitraums. Nicht nach mehreren Jahren, wie beim letzten Mal. Die Stimme kommt mir sehr bekannt vor. Das ist einmal passiert. Ein einziges Mal. Und ihr reitet ewig darauf herum. Der Typ da, der am Tresen, der hat die Stimme vom Holy Avatar aus Grotesque Tactics. Wer hat hier das Sagen? Ich? Wade ist zwar der Besitzer des Ladens, aber ohne die Unterstützung eines Experten und, nun ja, einige Denkanstöße, sagen wir einfach, dass sich der Laden deutlich entwickelt hat. Dank unserer Partnerschaft. Aha. Aber ich vermisse die gute alte Zeit. Damals konnte ich mir noch die Zeit nehmen, um wirkliche Qualität herzustellen. Wie war's mit dem Lehrling? Oh, ihr könnt sie jederzeit wieder haben. Ebenso wie den Haferbrei, den ihr so mochtet. Ach ja. Nein, nein. Tut mir leid, Aaron. Aaron, ist auch ein Name? Na gut, das haben wir ein Angebot. Natürlich. Kann ich, was habe ich denn? Ich habe ja gerade eine Geisterscherbe vertickt. Das ist meine. Ach komm, hier ist es. Ich finde hier immer irgendwelche Zeugs. Warte mal, Rüstung. Der blutwachen Plattenrüstung, von der ich mich garantiert nicht drin. Warte mal, die schwere Kettenrüstung. Achso, warte mal, vergleiche Gegenstände erstmal mit Alistair. Der hat aktuell gerade eine bessere Rüstung. Also kommt die schwere Kettenrüstung, die wir gerade erklaut haben, kommt wieder weg. Was ist das hier eigentlich? Das ist mittlere Rüstung? Wo steht denn das hier überhaupt? Mittelschwerer Handschuh. Geht doch nicht so richtig hervor. Also, ich habe jetzt noch keinen Charakter, der das Zeug der mittlere Rüstung tragen. Ja, die Rüstung würde ich ja gerne anlegen, die schwere Plattenrüstung aus Viridium. Aber naja. Ja, wer könnte denn bitteschön, was für ein Charakter soll das denn sein, der Geisterkristalle annimmt? Warte mal, hier einen Seidenteppich, den kann ich verticken, glaube ich, und den Diamanten genauso gut. Ja, ich hoffe, ich brauche den nicht nochmal. Bla bla, hat der noch was an dem Angebot? Nö. Metallsplitter? Naja, gut. So, ich denke mal, die Rüstung, die er hier im Angebot hat, ach komm, Rüstungen sind jetzt sekundär, das können wir bei Gelegenheit. Finde wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier irgendwie Ausrüstung kaufe, finde ich wahrscheinlich demnächst sowieso noch was, und dann fluche ich wieder rum, das lassen wir mal. Ich rede hier nochmal kurz mit Meister Wade. Harry. Die blöden Kunden nerven mich schon wieder. Wofür bezahle ich euch eigentlich? Hey, ich stehe direkt vor dir. Verzeiht, verzeiht. Wade ist ein Genie. Seine Arbeit wird euch erstaunen. Aha. Aber er führt keine Kundengespräche. Wenn ihr etwas braucht, sprecht bitte mich an. Und sagt ihr, sie sollen mir auch nicht so kuhäugig über die Schulter schauen. Ich muss nachdenken, verdammt nochmal. Es tut mir wirklich sehr leid. Okay, gut, dann wird das mit den Lehrlingen, das wird dann schon mal nix, glaube ich. Aber guck mal, ein Liebesbrief, ein Schreiben reicher Verliebter. So, liegen die jetzt über... Ach, wahrscheinlich liegen die jetzt erst in allen Truhen rum. Ich hätte wahrscheinlich erstmal alle Missionen annehmen dürfen, bevor ich hier irgendwas annehme. Ich meine, 12 Liebesbriefe, Freunde, 12 Stück, bis ich die alle gefunden habe. Oh Gott, das wird dauern so. Quick Save. Muss ich jetzt wirklich machen, hinter jeder Tür. Oder immer, wenn ich irgendwas geschafft habe, weil ich weiß ja nie, wann hier... Wer ist denn Liselle? Habe ich der schon gequatscht? Ich glaube noch nicht, oder? Guten Tag. Ziemlich viel los auf dem Markt, nicht wahr? Ruht euch hier aus. Ich habe die beste Auswahl an Blumen und Duftölen aus Orle in ganz Denerim. Geht denn eine komische Kleidung? Für euch vielleicht? Die Öle sind bei einem Bad sehr entspannend. Dann bräuchte ich erstmal eine Badewanne dafür.
Was Praktisches. Oh, guck mal, Grafikfehler, yay, etwas Praktischeres. Das ist ein guter Duft doch. Schließlich ist Ferelden nicht mehr voller Barbaren. Ah. Mit der Nase bildet man sich ebenso ein Urteil wie mit draußen. Augen und Ohren. Aber ihr wirkt gerüsteter als die meisten meiner Kunden. Gerüstet. Vielleicht wollt ihr zum Rüstungsschmied Wade im Süden. Er soll ein wahrer Künstler sein. Naja, zumindest war das, bevor er Profit machen wollte, weil... Was gibt's noch auf dem Markt zu sehen? Der Großteil der Stadt ist mir noch unbekannt, aber auf dem Markt bin ich zu Hause. Vom Zirkel verzauberte Gegenstände gibt es bei Wunder von Thedas in der Gasse nach Norden. Der Rüstungsschmied Wade hat seinen Laden genau im Süden. Güter. Wenn ihr Arbeit sucht, vor dem Haus des Kantors im Südosten gibt es eine Anschlagtafel. Ja, da war und ich wenn ihr durstig seid, geht in die Taverne zum angenagten Adligen, nördlich von hier. Da steht müde, aber gut. Die spielen sich ziemlich auf. Ja, kenne ich schon. Ich, woher stammt hier? Ich bin aus Orle. Davon habt ihr sicher schon gehört. Nope, ich bin mit Tom aufgewachsen. Denn es ist eine schöne Stadt, aber ich vermisse meinen Val Royaux. Um diese Jahreszeit ist es besonders schön. Erzähl mir noch mal was davon. Am meisten vermisse ich die Kleidung. Das ist so die Straße Tum. Der Blumen ist um diese Jahreszeit so bunt. Und die Röcke. Feine Wolle und Stoffe, die sich meist nur die Adligen leisten können. Ferelden hat viel gedecktere Farben und ist nicht so modisch. Aber ich mag die Menschen in dieser Stadt sehr. Gedecktere Mode. Ach so, so meinst du das mit den Röcken wahrscheinlich. Wir müssen nach Olé. Oder beziehungsweise nach Volrö-Blab-Dingsbums da, wie auch immer der Ort heißt. Und mal ein paar kurze Röcke einkaufen. Das geht ja so nicht weiter. Ein paar Kampfröcke natürlich. Und warum? Was gibt's da auf dem Markt? Was gibt's auf dem Markt zu sehen? Der Großteil der Stadt ist mir noch unbekannt. Ach, das hatten wir schon, verdammt. Ich dachte, jemand den. Und wenn ihr durstig seid, Maul. Geht in die Taverne. Das hatten wir schon. Denerim ist eine schöne Stadt. Ja, wo bist du denn weg? Orle hat sehr viele Vorteile, aber es ist bisweilen nicht sehr vorteilhaft, dort eine Bürgerliche zu sein. Mein Bruder hatte Ärger mit einem Chevalier und kurz darauf sind wir weggegangen. Was ist ein Chevalier? Also der reinen Übersetzung nach ist es, glaube ich, einfach nur ein Ritter, wenn ich mich richtig entsinne. Welche Art der Schwierigkeiten? Ein Chevalier interessierte sich für mich. Es war sein Recht, aber ich wollte es nicht. Wir müssen dahin. Mein Bruder schlug ihm voller Wut eine Kanne auf den Kopf. Das gilt fast schon als Hochverrat. Wir sind noch in der gleichen Nacht hierher geflohen. Wäre es denn nicht klüger gewesen, den Typen Leichenkopf kurzer zu machen? Einer anzuhören, ist ein Verbrechen, oder? Sind wir mal entsetzt. Das und mehr. Mehr? Einige verehren sie für ihr Können und ihre wertvollen Dienste. Andere machen nur ganz leise Schritte, wie die Maus im Bau der Katze. Entschuldigt mich. Mir ist ein wenig schwindelig. Dies ist ja sehr interessant. Wir müssen da hin. Eine Freude, euch wiederzusehen. Total. Oder seid ihr der Gerüche der Stadt müde und möchtet meine Öle aus Orle erstehen? Stammt ihr oder nicht? Denerim ist eine schöne Stadt, aber... Mein Bruder hatte Ärger mit einem Chevalier und kurz darauf... Mein Bruder schlug ihm voller... Wir sind noch in der gleichen Nacht hierher geflohen. Euer Bruder war im Unrecht. Er hat das Richtige getan, genau. Wo ihr herkommt, mag das gelten, aber bei den Menschen ist das oft nicht so eindeutig. Ich komme aus dem Turm, wie oft denn noch? Viele verehren die Chevaliers für ihr Können, ihre Ehre... Und ihre Taten. Interessant. Andere machen nur ganz leise Schritte, wie die Maus im Bau der Ach Katze. So, die sagt immer die gleichen Sätze. Entschuldigt mich. Ja, tschüss. Die Haare ist so komisch im Gesicht, nur da steht sonst noch jemand rum, mit dem ich quatschen kann. Warte, abspeichern. Vielleicht ist es halbwegs wichtig, dass ich mit jemandem Quatsch habe. Wenn nicht, verlassen wir jetzt mit Dämmerin gleich wieder fliegenden Fußes, weil anscheinend gibt es hier ja nicht mehr viel zu machen, außer hier die Truhe zu knacken, was aber nicht so gut möglich ist. Zwergenhand. Alter, war der Blitz gerade hell. Freunde der Sonne, Live-Gewitter, aber ich lebe in der Stadt, also ich mache mir eigentlich wenig Sorgen um die Elektronik. Geht weiter. Dieses ganze Rechner runterfahren ist ja irgendwie auch mal so eine Sache. So, ich würde aber trotzdem gerne mal von der Dennerin sagen, Alter, der Blitz war richtig nah. Alter, aber eigentlich soll das Gewitter erst morgen kommen. Zwergenhandwerk. Obwohl, ne, gut, heute Nacht wahrscheinlich. Aber ich komme hier echt nicht weiter, ne, weil hier sind alle Tore zu. Und eigentlich, theoretisch müsste ich ja wahrscheinlich einfach weiterlaufen können. Da vorne ist ja auch eine Wache. Na gut, wenn wir hier nicht weiter können, warum auch immer nicht, ich habe ja noch nicht so ganz raus, warum eigentlich nicht, denn verlasse ich diesen Ort erstmal wehenden Fußes. Wahrscheinlich, ich könnte ja auch mal in mein Journal gucken, was ich hier noch alles zu tun habe. Also gefallen für eine gewisse Gruppierung, die ohne Heiligen Asche, anscheinend an Denerim.
Dennerin. Perlenviertel. Ich komme ja nicht ins Hafenviertel. Blabla. Vermisste Krieger. Finde Drechsel. Finde das. Also, die Stadt ist anscheinend sehr, sehr, sehr viel größer. Aber ich komme hier einfach nicht weiter. Na gut, dann verlassen wir Dennerin mal wieder ganz schnell. Dann stürzt auch nicht mehr so oft ab. Das Hafenviertel wäre auch. Also, Wasser würde mich gerade mal interessieren. Na gut, das sieht wahrscheinlich nicht so toll aus. Aber immerhin haben wir kommen und ein paar schöne Klamotten leisten und dann verlassen wir die Stadt. Wir konnten mal ein bisschen was verkaufen. Ich glaube, ich habe auch noch gesagt. Ach, so ist das mit Dennerim. Ah, so. Das muss ja noch einer sagen. Na gut, dann bleiben wir natürlich noch ein bisschen hier. Freudenhäuser. Dreckige Seitengasse. Ärmlichen Harten. Dunkle Gasse. Und heruntergekommene Nebenstraßen. Ach, so ist das. Ich kann in Dennerim. Ach, Dennerim hat eine lokale Karte. Sagt das doch einer. Offene Welt. Ah, verstehe. Das muss ja noch einer sagen, dass ich. Ach, das ist so ein klein. Ich dachte, ich gehe da einfach. Oh, wie jetzt? Zwischen den Straßen noch überfallen werden oder was? Wurde ich auch. Oh Mann, ey. Ah, dessen gibt es hier so eine. Na, das ist natürlich hochinteressant. Hochinteressant ist das. Finde ich sehr interessant, auf jeden Fall.